Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Witcher. Wir wollen jetzt zu der Frau des Schmieds, der Schmied, der seine Frau doch tatsächlich mit einer Succubus betrügt. Das gefällt ihr ja gar nicht. Er wollte uns auch erstmal schmieren und uns davon überzeugen, dass wir uns auch auf seine Seite schlagen sollten, aber dafür bin ich gar nicht gewesen. Das geht nicht, meiner Meinung nach. Wir gehen mal ganz kurz Richtung Ruinen, können noch mal ganz kurz den Bricks das Katzengeschirr geben. Die reiten auf Katzen, sollte man immer wissen. Bricks sind Katzenreiter. Ja, nee, wenn jemand seine Frau betrügt, dann hat er auch zu büßen und sie möchte den Succubus verjagen. Uah, Riesentausendfüßler, weg da! Nee. Eklig. Eklig. Ganze Erde donnert. Da kommt gleich der nächste. So, sind das denn jetzt hier die kleinen Bricks? Die kleinen Zwergis? Jetzt müssen wir mal solchen das Katzengeschirr weggenommen. Hey, ihr rennt weg. Ist das hier euer Altar? Schaut. Ja, ne? Ja, jetzt verehrt ihr mich, ne? Seid ihr wieder glücklich? Hat das denn jetzt geklappt? Ich krieg keinen Bescheid oder so? Naja. Ihr müsstet aber wieder lieb sein, ne? Und nicht mehr die Brücke zerstören. So, Herr Maurer. Herr... Ich habe eine Übereinkunft mit den Griggs erzielt. Ich bin beeindruckt. Wenn ihr dieses vierblättrige Kleeblatt tragt, behelligen sie euch nicht. Vielleicht kann ich die Brücke vor dem ersten Schneefall vollenden. Nun zu eurer Belohnung. Ein Buch über Geister, die Hilfe seines Sohnes oder Gold. Ja gut, eigentlich wissen wir alles über Geister, nur halt das mit Alina und Selina wurmt uns ein bisschen. Aber irgendwie... Ich bevorzuge Gold. Gold. 400 Orens, wie versprochen. Dankeschön. Danke. So, dann ist das mit den Bricks. Ja, ich habe das vierblättrige Kleeblatt auf Feuer schon bekommen. Da habe ich einfach ein bisschen Alkohol reingesteckt in den Schrein. Ich dachte nicht, dass das Rätsels Lösung wäre, aber jetzt haben wir auch noch dieses Geschirr. Jetzt kommt schon wieder so ein Viech. Ihr seid genauso nervig wie diese komischen Pflanzen, ne? Man sieht doch fast so aus. Nun. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Wir haben im Dorf noch ein bisschen was zu erledigen. Ladadadam. Hier ist das schöne Dorf. Die Sonne geht gerade unter und taucht die Dächer in ein sanftes Licht, in einen sanften Goldschimmer. Sieht wunderschön aus. Hey, du Schmied, kannst du was zu der Rüstung sagen, von der wir gehört haben? Ja. Ja? Berenga erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende. Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung. Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut. Aber bedenkt, ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh. Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar. Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann.
Irgendwelche Vorschläge? Sucht in Grüften, in denen große Ritter begraben wurden. Die Grafen der Ruyter-Dynastie sollen ähnliche Rüstungen getragen haben. Deren Teile sollte man umschmieden können. Na gut. Was braucht ihr? 9 Handvoll Schattenstaub. Ach, vergiss es. Vergiss es. Ich... Ja? Nee, will ich gar nicht hören. Lebt wohl. Ich könnte mit ihm jetzt auch noch einen Handel eingehen, aber nein. Die Frau hat uns als erstes gefragt. Die war ganz lieb, hat uns Essen gegeben. Guck mal, ihr fettes Schwein macht sie da gerade. Meister Hexer? Ja? Ich habe den funkelnden Staub. Endlich! Ich fertige für meinen Mann ein Amulett, das den Succubus abstößt. Hier ist das Kräuterbuch, wie abgemacht. Lebt wohl. Wahrscheinlich kennen wir das Buch sogar schon. Aber ich weiß nicht. Er will sie ja nur weiter betrügen. Ja, natürlich kennen wir das Buch schon. Und wir dürfen meditieren. Dürfen wir bei dir meditieren? Meister. Lebt wohl. Meister Hexer lebt wohl, okay. Schon wieder meditieren. Mensch. Was haben wir denn jetzt noch für Quests offen? Jetzt lass mich mal schauen. Basilisken heute. Ich weiß gar nicht, wo wir die herbekommen. Wahrscheinlich auf irgendeiner Insel. Wir könnten mal endlich versuchen, mit dem Boot jetzt zu schippern. Ich weiß nicht, ob er es mir erlaubt hat. Weil er hat... Das war der Fischer. Der Fischer hat immer nur gesagt. Mm-hmm. Und ob das jetzt ja heißt oder nein. Haus des Bäckers. Ja, stimmt. Da wollte ich nochmal hin. Denn die Elfen möchten Brot haben. Hey Kuh, wie komme ich denn zum Haus des Bäckers? Das ist jetzt blöd, ne? Das ist da ja dein doofer Zaun, nur weil du preisgekrönt bist. Was ist, wenn ich dich erschlage? Naja, die Kuh scheint hier regelrecht heilig zu sein, wenn sie meint. So, hier noch einmal rum. Bengidi Bang. Ist keiner mehr draußen, ne? Bis auf der alte Mann und die Kuh. Lalalala, wieder zurück. So. Na? Wo ist denn jetzt die Tür? Tür. Ach so. Da war sie schon. Herr Bäcker, haben Sie was für mich? Seid ihr dem Aroma meines frisch gebackenen Brotes gefolgt? Ja. Könnte man sagen. Alle meine Waren sind aus feinstem Mehl gemacht. Sowie einer geheimen Zutat von einer dankbaren Nymphe. Mhm. Gib mir was. Ich brauche etwas. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe 20 Orens und brauche 5 Laibe Brot. Ein Brot kostet 5 Orens. Das macht bei 5 Laiben 25 Orens. Von mir aus. Ist ja nicht so, als hätten wir das Geld nicht. Hier, er kann dafür ein bisschen Dörrobst erhalten, Hähnchenkeule. Ach so, alle natürlich. So. Und wir haben noch etliche Himbeeren. Und Wirwernfleisch kann er noch haben. Das ist sogar recht wertvoll. Und ein bisschen Fushi. Fischi, Entschuldigung. Fischi. So, die Blaubeeren können weg. Dafür haben wir jetzt Himbeeren und die 5 Himbeeren können auch noch weg. Vielen Dank. Hat mir eine Freude gemacht, mit Ihnen Geschäfte zu machen. So, dafür nehme ich mir natürlich die Nilfgaarder Zitrone mit. Und im Kleiderschrank hast du... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du hast da Brot drin? Du hast da echt Brot drin? Das ist doch jetzt... Das ist doch ein Scherz. Warum gucke ich nicht vorher? Verflucht. Da hat er da Brot drin. Könnt ihr das glauben? Naja gut, ich meine jetzt nicht wegen dem Geld oder so. Sondern einfach nur, weil er gleich so zickig war. Nee, die kosten 25 Orens. Ich will jetzt auch meine 25 haben. Na gut, dann können wir direkt wieder zurückgehen. Ich weiß gar nicht, wo Alvin schon wieder ist, aber der muss ja wissen, was er tut. Und ich hoffe, ich kann jetzt mir das Boot schnappen. Wo geht's hier lang? Ich bin so orientierungslos. Ja, da wollen wir lang. Da ist ja wieder der Alvin. Hallo, mein Schatz.
Ist alles ganz still. Dort war die Gruft, dort ist Berenge. Muss ich mir mal merken. Oh, eine Wyvern. Na, machst du gerade Happa Happa? Du hast doch bestimmt ein Ei für mich, ne? Nein, wie schön. Da-da-da-dam, hier geht's lang. Ich gehe noch mal ganz kurz zu den Elfen. Upsa. Ganz kurz zu den Elfen. Auf jeden Fall ist dort das Boot. Da muss ich irgendwie hinkommen, ne? Irgendwie wird das schon gehen. Die Elfen kriegen jetzt einfach nur ihr Brot. Dann verhungern die auch nicht. Werde ich mir auch nicht verzeihen. Ne? Die haben uns ja schließlich geholfen. Zwar noch in der City Vysima waren. So, Toruviel. Ich habe Brot für euch. Schön, dass ihr unser Vertrauen nicht enttäuscht habt. Würde ich nie wagen. Nee, ich habe ja danach 4 Stück gefunden. Das ist doch Blödsinn. Hier sind eure 5 Laibe. Ich danke euch. In Augenblicken wie diesen glaube ich wieder daran, dass wir diese sinnlose Spirale des Hasses beenden und einander vorbehaltlos akzeptieren können. So, das haben wir einfach aus Nächstenliebe getan. Wir erwarten noch keine Belohnung. Und ich möchte jetzt in dieses Boot steigen, auf die Insel und die letzten Ertrunkenen erledigen. Das kann doch nicht sein. Der Fischer hat gesagt. Oder irgendwas in der Art. Das muss doch ja heißen. Oder, Fischer? Dürfte ich euer Boot benutzen? Passt auf euch auf. Ich hasse ihn. Heißt das jetzt ja oder heißt das jetzt nein? Ich kann doch nicht ins Wasser zum Boot gehen. Wie komme ich denn zu dem Boot? Gehen wir mal einmal außen rum. Da waren wir schon mal. Ganz am Anfang, als wir hier angekommen sind. So, Bötchen. Okay, es hieß wohl echt ja. Wie schön. Dem Mond entgegen. Teich oder Seerosen, sieht das nicht toll aus? Haben sie echt schön gemacht. Gerade mir die perfekte Zeit ausgesucht. Also das kann man ja wirklich nicht anders sagen. Die Sonne geht gerade unter, alles schimmert wundervoll. Gut, wir meditieren hier mal, bis es dann Nacht wird. Oh, guckt euch das mal an. 4x Silber, 4x Bronze-Talent. Das ist ja der Wahnsinn. Kennen wir irgendwie? Das ist Silbertalent. Das ist alles Bronze. Das kann ich nicht aktivieren. Aha. Und das auch nicht. Alles Silbertalente, ne? Sogar später Goldtalente. Kann ich aus Bronzetalenten irgendwann Silbertalent machen? Ich habe irgendwie keine Ahnung. Hier, da machen wir hier ein bisschen Gruppenstahl. So. Und Gruppensilber haben wir schon. Nee, Mist. Dann Axi noch. Gut, und jetzt möchte ich gerne Art und Igni und starkes Silber kann ich nicht, weil er geblendet wird. Zack, zack. Das sieht schick aus. Und wir haben noch ein paar Tränke, die wir machen können. Nämlich die Schwalbe. Brauchen wir noch eine Schwalbe? Wir haben hier 5 und 1, 6 Stück.
Weißer Honig haben wir 5. Wolf, ja. Waldkauz ist auch da. Katze. Könnten nochmal Katze gebrauchen. Katze, Katze, Katze. Ermöglicht die Mutationslebenskraft-Ausbaustufe zu kaufen. Okay, probieren wir das mal. Was haben wir denn hier noch für geheime Dinge? Wolverine. Ah ja. Nee. Katze, ja. So, dann schlaf mal. Und es wird dunkler. Da sind die Ertrunkenen, die müssen wir auch erledigen. Deswegen trage ich auch die ganze Zeit den Ring hier, weil der vertreibt Ertrunkene. Und ich nehme direkt mal wieder eine Katze. Und ich nehme diesen anderen Trank, den wir gerade hergestellt haben. Der hier. Kikimorenzorn. Fähigkeit erhalten, Mutation. Na, mal sehen, wann ich das kaufen kann. Ich habe keine Ahnung. So, mein lieber Geralt, es geht los. Ah, nur weil du meditiert hast, da brauchst du doch nicht verlernen, was du hier immer wählen sollst. Zack, 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 kommt her. Ich muss mich noch um die Ertrunkenen am Flussufer kümmern. Das heißt, ich muss direkt wieder zurückreisen? Das muss alles gleichzeitig passieren? Ich habe mich doch um die schon am Flussufer gekümmert. Egal, hier gibt es bestimmt ein paar Sachen dennoch zu erledigen. Ich speichere auch mal, wenn wir schon mal hier sind. Ich habe auch Alvin schon wieder irgendwo zurückgelassen. Das ist echt, ich bin ein super Vater. Königsmüller. Hallo, Missy. Na, das hat auch gut geklappt. Und wir haben wieder ein Ei. 3 Eier brauchen wir, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Das ist eine normale Wyvern. Dahinter kommt wieder eine Königswyvern. Huch, der hat mir Schaden zugefügt. Es war nochmal das Brot, was wir im Schrank gefunden haben. So, komm her, mein Kleiner. Und Kopf ab. Schnibbidi schnapp. Komm, lass dich looten. Danke. Da ist die nächste Königswyvern und dahinter wieder eine normale. Oh, was ist das denn für eine Insel? Hallo. Hallo. Ich habe Angst. Hallo. Gut, der erste kommt. Der erste kommt. Wir können noch mal ein Brot essen. Und eine Erdbeere. Hallo. Einer nach dem anderen. Okay. Jetzt hatte ich das Schwert nicht draußen. Jetzt schlag doch drauf. Oh, Geralt, wirklich. Hast du es dann... Sag mal. Okay. Und drauf jetzt. Wieso verliere ich denn gerade so viel an Gesundheit? Das ist der Tempel. Stark sieht er aus. Aber da gehen wir gleich hin. Ich hoffe, dass ich da jetzt einfach das letzte Ei finde. Einer bitte. Einer.
Na, komm her. Okay. So, jetzt haben wir das endlich mit dem Ei. Toll. Super. Und was ist hier? Wenn es hier mal nicht gleich eine Videosequenz gibt, dann fresse ich aber einen Besen. Wo ist der Besen? Aha. Das ist ja cool. Schade. Och, ich würde jetzt so gerne runtertauchen. Das würde ich doch gerne sehen. Ach, Mist. Und keine Videosequenz, ja. Wie ich schon sagte, Herr mit dem Besen. Ja, meine Lieben, das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, Zuhören und Mitfiebern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.